oder 37 Geschick. Wir könnten uns nehmen eine wieder wildere Waffe, der Hast. Ist es aber nicht so gut. Oder wir nehmen uns ein Trainingshalsband, zerschmettern 60%ige Chance, gegnerische Schilde zu durchbrechen, über Mitte 5%ige Chance auf Vergiftung. Ich nehme uns mal das Begleiterding. Was soll ich mir die Büchse? Wir haben bestimmt sowas finden. Wir nehmen uns mal das Begleiterding und machen mal die Begleiterseite auf. Charakter. Er hat 11 Charakterpunkte wieder. So, setzt es mal gleichmäßig ungefähr. Begleiter. Wir haben jetzt im Inventar was für ihn. Schmusedatze. Level 7. Und wir haben... auf Unterbrechung. Rüstung gegen Körperschaden. Gut, sieht eigentlich jetzt gut aus, dass wir momentan haben. Jetzt machen wir unsere Werte nochmal aufbessern. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Runensprung. Ihr springt behendet zurück wenn euer von eurem Ziele weg. Der Sprung hinterlässt eine mystische Rune, die alle Gegner im 4 Meter Umkreis blendet und verwundet. Das Ding gut. Testen wir doch gleich mal. Ja. So kann man sich auch bewegen. Mana-Trank. Verwandelt in Spinne für 5 Minuten. Das ist ja geil. Verwandlung in Imitator. Aha. Interessant. Okay. Dann haben wir jetzt natürlich die Quest beendet, gehen jetzt zurück. Bin ich überhaupt richtig hier? Ich weiß es gar nicht. Sieht aber so aus, als wenn ich hier schon mal war. Wohl neu hier, was? Ah ja, super. Gut, dass ihr es geschafft habt. Wohl neu hier, was? Wohl neu hier, was? Dann angehe ich noch mal ganz kurz und gucke, was wir noch finden. Okay. Ich mach zu schnell immer. Gerade eben ging's doch super. Schakalbarsch. Kampfmaul. Schakalbarsch, okay. Ich habe ja ein paar Fische gefangen, ich würde aber gerne mein Zeug mal verkaufen. Grüße!
Die würde ich ja anlegen, dann verkaufe ich den. Verkaufe ich den. Verkaufe ich den. Lege ich den an, verkaufe ich den. Da verkaufe ich den. Das behalte ich erstmal noch. Das verkaufe ich. Den behalte ich auch erstmal noch. Den kann ich auch verkaufen. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen. 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 Die ist einhändig, gell? Verkaufen. Verkaufen. Körperpanzer ist gleich. Verkaufen. 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 Gleich den Elektroring mal 3 loswerden. Elektropanzer, Feuerpanzer. Ich mal den da noch hin. Giftpanzer. Giftglutstein. Verkaufen. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen und verkaufen. Und die Giftblutsteine kann ich mal hier sockeln. Die behalte ich mal. Jetzt aber was von Begleiter hat. Verkaufen. 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 Der Ablenkung. Verkaufe ich lieber das und behalte den. Die grauen Schulter behalte ich auch einmal. Stirngürtel der Stärke. Habe ich überhaupt schon? Den habe ich noch gar nicht. Sehr schön. Die Hämmer verkaufe ich mal alle, weil die Hämmer brauche ich ja gar nicht. Also brauche ich schon, aber nicht jetzt in dem angelegt ist wesentlich stärker. Ich gucke jetzt alles mal hier, komm. Ja. Willkommen! Kann ich vielleicht... Boah, ist das denn? Verkaufe ich den noch? Kann ich auch die beiden verkaufen? Sehr schön. Pfad der verehrten Toten. Ja, ja. Ja. Boah. Hey. Boah. Ja. Oh. Wie könnte man sich theoretisch... Oh. Ja. Gut, dass ihr es geschafft habt. So, und auf ins nächste Level. Level.
einer belohnt. Ich habe wenig Mann. Mieze hat schon wieder gebrüllt. Wenn Mieze brüllt, sind eigentlich immer Gegner in der Nähe. Oder? Kiste. Was ist das denn? Gute Schleuderer. Alter, diese 3 ist mega gut, die werde ich auf jeden Fall skillen. Verstecktes Angelloch, Versuche verbleibend. Das scheint so ein Spezialangelloch zu sein. Beste entdeckt. Oh. Alter, ich liebe das. Ich brauche mehr Mana. Macht voll Spaß so. Elektroring. Ich kann das hier gar nicht so schnell lesen, wie das. Dann wollen wir mal probieren. Mist. Tunnelhai. Ich frage mich, ob das jetzt spezielle Viecher sind, die wesentlich mehr Power haben als die anderen. Netzfisch, okay, den kennen wir ja schon. Da hat er mich aber verarscht jetzt. Okay. Die Katze ist so süß. Großer Tunnelhai, okay. Hält wahrscheinlich länger an die Wirkung oder ist stärker. Na, 4 von 6 haben wir geschafft. Goldfisch. Ich bin verwundet. Ich wollte gerade testen, ob wir da reinlaufen können, aber ja, man kann. Geisterschiff, okay. Ich habe wenig Mann. Ich brauche mehr Mann haben. Wegpunktportalkarte. Jo. Was ist das denn? Ich bin verwundet. Oh mein Gott, wie viele waren das?
Alter, wie viele waren das bitte gerade? Oh, was ist das denn? Okay, hier ist mal das Angelloch, das eine. Was fangen wir? Fisch mit Inhalt gefunden, Zundermarke. Nicht schlecht. Fisch mit Inhalt gefunden, ein geheimnisvolles Halsband. Großer Netzfisch. Okay, wir haben jetzt alle drei Versuche geschafft. Boah, sind die heftig. Alter, sind die heftig. Hier kommen wir, glaube ich, her. Ja, hier, guck mal her. Euer Begleiter ist verwundet. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. Boah, hat der ein Damage, Alter. Ein Leben, meine ich. Mehr Mana. Ich habe wenig Mana. Meine Tatze ist weg. Ich habe wenig Mana. Endlich, Alter, boah, Alter, was hat der ausgehalten? Nefer-Kobold beschworen. Inventar, Zauberspruchrolle. Episches Halsband. Und sagen, das nehme ich. Achso, ein Begleiter ist das, okay. Kommt dann noch die Marke? Sieht besser aus als unseres. Guter Abenteurer.
Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber... Okay, mal kurz schauen. Sehr schön. Ich schätze mal die ganze Gegend ab. Wir haben so viel gerade entdeckt beim Rumrennen. Wir konnten nichts wegmachen. Das haben wir alles schon gemacht hier, okay. Voll das geile Spiel, gefällt mir. Spielerfähiger ist. Der verbuddelt eigentlich Heiltränke in Steinhaufen. Ich habe wenig Mana. So, sehr schön. Hätten wir die Orla erlegt. 9 Versuche am Angeloch verbleibend. Okay. Hier kommen wir nicht weiter, da müssen wir da drüben lang. Dann holen wir mal Zange.